grüße euch, guten Morgen. Ich muss sagen guten Morgen, denn ich habe jetzt gerade ein paar Stunden geschlafen. Es ist 20 Uhr noch was, 30 oder so. Ich fahre jetzt gerade aus München raus. Bei Sonnenuntergang, wunderschön. Und ja, wo will ich heute hin? Also erstmal fahre ich nach Penzberg, dann nach Garmisch, über den Fernpass rüber. Da es dann schon dunkel sein wird und Nacht wird nicht viel los sein, will ich das mal ausprobieren. Und danach geht es ins Inntal nach Landeck, aber nicht über den Röschenpass wie sonst, sondern durch die Schweiz nach St. Moritz und dann runter zum Comersee, wenn das alles so klappt. Mal schauen. Es sind ein paar Kilometer, habe mir ein bisschen was vorgenommen. Mein Track auf meinem Navi heißt MCGM München, Comersee, Gardasee, München. Mal schauen. Jetzt ist dann endgültig Nacht. Ein bisschen noch Dämmerung und dann. Ich bin durch Penzberg durch. Jetzt geht es weiter Richtung Garmisch. Richtig schön ist es. Hier am Feld ist natürlich kühler. In den Städten ist Wahnsinn, wie warm das da drin ist. So. Ja. Wie immer eine ganz besondere Stimmung, bei Nacht zu fahren. Es ist 1 Uhr und ich bin in Erwangen. Läuft alles gut. Ich trinke gerade ein bisschen was und ja, Wetter ist besser, könnte es nicht sein. Es ist schön warm. Jetzt habe ich auch keinen Gegenwind mehr, weil Garmisch war ein bisschen Gegenwind. Ich bin guter Dinge und freue mich jetzt dann irgendwann vom Fernpass wieder runter zu fahren. Ich kann das wirklich fahren, aber macht nichts. Ja, und 1 Uhr, sprich, das ist ja schon in 4 Stunden oder was, wird es ja wieder hell. Oder in 3, 3,5. Ist ja. So, was ist jetzt das hier? Ist das nicht Fernstein jetzt oder was? Nee, Fernpass. Achso, Fernstein dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Hack! So, jetzt am Fernstein. Auch wenn es so ein Transit-Ding ist. Links ist eigentlich sehr schön, ein türkiser, wunderbarer See. Ich vermute mal, er heißt Fernsteinsee. Und rechts, leider nicht angeleuchtet, ein Traum von einer Schlossburganlage, die mich immer an Ronja Räubertochter erinnert und Birk, den Hundsfott. Und weiter geht's. Wunderbar illuminiert. Es ist echt ein bisschen was los, nicht schlimm.
und alle sind total respektvoll und überholen nicht, wenn Kurven sind. Also es ist ein wunderbares Miteinander. Wahrscheinlich denken sie sich auch, was ist das denn hier? Da hinten die Lampen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Imst sein kann. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas im... Ach, was weiß ich. Es wird auf jeden Fall im Inntal sein, wollte ich gerade sagen. Aber eigentlich, dieses auf jeden Fall kann sich nicht auf Fakten stützen. Ich habe keine Ahnung. Aber sieht so aus. Ja, ist schon schade natürlich bei einer Nachtfahrt, dass man von den Bergen gerade das sieht. Nix. Aber es ist unheimlich meditativ. Es ist richtig schön. Man ist halt mit sich, hört vielleicht einen Podcast oder auch nicht. Und ja. Und es ist kein Verkehr. Das ist ja das Schöne. Jetzt bin ich hier schon nach dem Fernpass und habe nur ein paar Autos gesehen. Das ist doch ein Traum. Also ich glaube, ich bin ganz gut wahrnehmbar. Neben der Lampe hinten habe ich auch noch eine am Helm. Und meine Stirnlampe natürlich. Ich weiß nicht, dick fahren. Aber gerade nachts ist es eigentlich am allerungefährlichsten. Da kann eigentlich nichts passieren. Wenn man gescheit beleuchtet ist, hat man eigentlich alles ausgeschlossen, was irgendwie gefährlich sein könnte im Straßenverkehr. Super geil fühlt man sich jetzt nie in einem Tunnel, aber wenn er so schön beleuchtet ist wie der, was soll da schon passieren? Nix. Wieso? Schon wieder so ein Gegenwind. Gereiz, Sackel, Zement. So, wunderbar, geil, es ist soweit, die Nacht neigt sich dem Ende zu, jetzt geht's noch in Österreich Richtung Schweiz, Richtung Martina und bisher bin ich dann immer hoch geradelt und dann bin ich rausgekommen bei Nauders und dann zum Reschensee. Jetzt mal ist anders. Ich nutze diesen wunderbaren Tag, Sommertag, der jetzt kommen wird und ich radel zum Comersee und das mache ich auf der denkbar einfachsten Strecke, die es gibt und zwar entlang des Inns nach St. Moritz. Und dann, ich glaube Maloja Pass heißt er, den radle ich dann runter und ja, dann bin ich eigentlich auch schon am Comersee. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, fragt mich sowas bitte nicht, aber mal 150 oder was vielleicht, ich habe keine Ahnung. Gell? Vielleicht schaffe ich es ja, das einzublenden. Kleiner Reminder auch an mich beim Video-Edit. Thank you.
Schaut mal nach vorne. Geil. Geil, geil, geil. Genau für sowas fahrt man doch in die Berge. Jetzt wird's nur langsam. 10 Grad hat's seit 2-3 Stunden. Jetzt könnte es mal wärmer werden. Die ersten Sonnenstrahlen. Mann! Ich habe jetzt echt ein bisschen geschwächelt. Ständige Pausen gemacht und so. Ja. Es wird irgendwie Zeit, dass ich einen Kaffee bekomme. Ich glaube, der Kaffee, der wäre fein. Kilometer 216. In hier. Es ist 6 Uhr. Ich bin also vor 10 Stunden losgefahren. Habe jetzt somit hier 1,5 Stunden Pause gemacht. Und habe jetzt noch, ich glaube, 65 Kilometer bis nach St. Moritz. Und ja, genau. Das sollte eigentlich recht flott gehen, aber ich vermute mal 3 Stunden. Es geht konstant ein bisschen bergauf. Ja. 10 Grad hat es, wenn überhaupt. Also das darf jetzt anziehen. Das ist okay jetzt. Haxen übrigens. Sind ganz gut. Ja. Ansonsten. Was mache ich sonst so, außer das Radeln hier? Ich höre einen Podcast, Cycle Coffee, das ist ein Screenshot mal für euch hier. Hört da mal rein, also es ist echt super lustig und informativ. Ja, so ist es. Ich mag jetzt den Wind nicht mehr. Jetzt nervt er mich. Extrem. Scheiß da. Hör auf. Ich hab dir nichts getan. Ah, da unten. Wie schön. Eine Ruhe. Es äst und Wasser trinkt. Ich zoome mal ein bisschen ran am Computer. Ich hoffe, dass es nicht super schlecht wird. Ich zoome mal am Handy ran. Bestimmt ganz pixelig. Aber schön.
Und wem es auffällt, ich war vor genau 7,5 Monaten schon mal hier. Meine kleine Wintertransalp. Entweder ich trinke jetzt da Kaffee und frühstücke mal oder ich fahre nach Italien weiter. Aber ich glaube eher, ich pfeife mir jetzt hier noch schön was rein. Was ist denn das hier eigentlich Geiles? Cool. Und ich brauche einen Kaffee. Jetzt bin ich dann doch schon seit 11 Stunden 30 auf dem Rad und keine Ahnung, wie früh es jetzt ist. Das blende ich dann ein. Unterwegs bin ich glaube ich seit 20:30 oder so. Also weiß nicht, wie viel Pause ich gemacht habe. So, jetzt weiß ich's. 13 Stunden und 6 Minuten bin ich jetzt unterwegs. Und jetzt wieder Fliege rein. 11 Stunden 25. Also 1,5 Stunden habe ich Pause gemacht. Ja, ich glaube, das ist okay. Dass ich da jetzt hier mal ein bisschen pausiere. Ist zwar wahrscheinlich das teuerste Pflaster, was man sich vorstellen kann, aber ist ja auch wurscht. Was soll's. Ja, ich bin schon müde, aber es ist schon ganz nett hier. Dieses St. Moritz, kann man davon halten, was man will, aber die Umgebung hier, wo das eingebettet ist, ist schon sehr schön. Auch das Wasser hat mir gut getan im Gesicht. Das ist kein Schweiß, sondern das ist Seewasser. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was gegessen und getrunken. Und jetzt geht es dann nach Italien runter über den Maloja-Pass. Ja, und dann werde ich wohl mal einen Kaffee trinken. Ja, habe ich jetzt immer noch nicht gemacht. Aber irgendwie denke ich mir, ich bin zu nah in Italien, um jetzt noch in der Schweiz einen Kaffee zu trinken. Es ist schon gut Verkehr hier. Aber sau schön ist es. Richtig gut. Das geile türkise Wasser, was ist denn das? Wahnsinn. So, jetzt ist nicht mehr lang. Jetzt geht obi. Meine Brille habe ich schon mal an, zwängst die Viecher und ich freue mich jetzt schon auf Italien. Es ist sau schön hier, leck mich doch am Arsch. Wahnsinn, richtig toll. Maloja Pass, los geht's! Mein Gott, ist das schön hier. Verdammt, ich brauche zwei Hände für das Bremsen. Das ist ein Staudamm da oben. Sieht auch richtig krass aus. Ich habe übrigens immer noch Gegenwind. Ungefähr seit Garmisch. Ich raste aus! Aber von da komme ich. Ganz nett. Ah. Thank you.
Ja, bis. Ich würde mal ganz stark behaupten, das ist er. Noch nicht der Comersee, aber bald. Das ist noch einer dieser vielen vorgelagerten. Hier ist alles voller reifer Feigen, by the way. Verdammt. Aber ich habe so einen Durst. Brauch was. Wieso bitte? Muss ich die ganze Zeit Gegenwind haben? Die ganze Zeit? Das ist doch nicht normal. Ich habe, glaube ich, nichts mehr getrunken seit St. Moritz und ich dachte, es geht ja nur ein bisschen bergab. Naja, aber es war dann doch nicht nur so und es hat irgendwie 32 Grad. Also ich bin jetzt ziemlich dehydriert, aber da ich davor mal mehr als genug getrunken habe, habe ich das jetzt überbrücken können. Diese bestimmt 2 Stunden oder was, wo ich schon ein bisschen Durst hatte. Ja, von da hinten da komme ich irgendwo her. Oder komme ich von da? Wahrscheinlich eher von da, genau. Ja, ach geil. Das ist richtig schön hier, das ist irre. So, jetzt habe ich mir in einem von diesen Cafés, die ganz vorne direkt am Wasser sind, ein Cappuccino. Ärgere mich nicht über den Preis, weil ich bin ja selber schuld. So, das Käffchen noch und dann geht's weiter Richtung Lazise. Es sind noch 160 Kilometer. Ich habe das gerade noch mal in Komoot eingegeben. Dann kam 360 irgendwas raus oder 350. Und ich dachte, was ist Scheiße, das schaffe ich ja niemals. Aber ich habe hier einen Rückweg eingegeben gehabt. Sau schön hier. Richtig, richtig. Dass ich die ganze Zeit so einen Gegenwind habe, das ist doch eigentlich nicht normal, oder? Wahnsinn. Also dieser Comersee, der ist verrückt. Was hier auf engstem Raum alles an wahnsinnigen Häusern steht und Statuen, Gärten, war irre. Was für ein Verkehr hier ist, das ist unfassbar. Hier stinkt es nach Abgasen und genauso stellt man sich es halt irgendwie vor, dieses Italien, gell?
Also das ist ein bisschen krank, auf so einer halben Autobahn zu fahren. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und sie haben auch vor Radfahrern gewarnt hier auf der Straße. Sprich, also ich bin schon richtig. Als hätten sie jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen dem Irrsinn, den wir gerade fahren mussten als Radler, machen sie uns jetzt da hier so einen Mörderradweg hin. Es läuft gerade wieder richtig gut. Ganz wenig Gegenwind nur noch. Ich glaube 26 Kilometer bis nach Bergamo und noch 130 Kilometer bis Lazise, was ich jetzt einfach mal ausgewählt habe als Ziel. Füße übrigens sind in Ordnung, nur an den Außenbereichen ein bisschen, also da wo der kleine Zeh da irgendwo ansitzt, da ist ein bisschen aufgerieben oder ein bisschen wund, tut ein bisschen weh. Aber keine Taubheitsgefühle, kein nix. Der Sattel ist auch super. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Radl, was ich erst seit ein paar Tagen habe, so gut auskomme bei Kilometer 400. Jo, diese Schlaglöcher immer auf der Straße sind richtig scheiße. Also, ciao! Ich bin in Bergamo und das schaut ja mal wirklich geil aus. Außerdem fängt es an zu regnen. Regen! Hammer. In Brescia werden wir jetzt hier Nudeln suchen und dann das ein bisschen genießen und dann geht's weiter zum Gardasee. So, 24 Stunden nachdem ich losgefahren bin ich in Brescia angekommen, zumindest am Ortseingang. Genau 24 Stunden und eine Minute und jetzt bin ich noch ein paar Minuten hier reingefahren ins Zentrum. Das ist Wahnsinn hier. Das ist wirklich jedes einzelne kleine Dorf in Italien hat so viel mehr Geschichte als bei uns die ruhmreichsten historischen Städte. Das ist wirklich unglaublich. Das kann man gar nicht fassen. In meiner großen Italienreise, wo ich auch 4 Teile verfilmt habe, von München nach Pesto, da rede ich auch drüber, weil da bin ich in Rom und ständig sehe ich irgendwelche Ruinen und das ist so unfassbar.
Naja, mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mir jetzt was zu essen bestellt, sah gut aus und trinke jetzt ordentlich was. Und es stand schon angeschrieben, Lago di Garda. Wie geil ist denn das? Somit werde ich jetzt hier schön trinken und dann und essen. Und dann wollen wir mir womöglich noch ein Panini kaufen hier. Kriegt das Gott sei Dank auch. Und dann geht's gegen Gardasee. Und dann muss ich halt schauen. So stürmisch habe ich den Gardasee noch nie gesehen. Da hinten, da gewittert es so, leck mich am Arsch. Guten Morgen, um kurz vor 6 von meinem Schlafplatz aus. Es sieht nicht nur abgefuckt aus, es ist es auch. Ja. Aber für die paar Stunden war mir das wurscht. Weil jetzt ist dann eh egal, wenn es hell ist, dann kann man eh überall liegen. In der Nacht ist das ja immer so eine Sache, vor allem in so einem Touri-Ort, dann sind überall irgendwelche Leute, die aufpassen, dass da keiner liegt. Oder Sprenkelanlagen, die mitten in der Nacht einfach angehen. So dass man womöglich seinen Schlafplatz wechseln muss. Genau. Das ist ganz nett. Schöne Aussicht. Wirklich sehr schön. Die vier Turteldauben da, die sind recht penetrant in ihrem Turteln, aber das halte ich schon auch noch aus. Ich gehe jetzt mal ins Wasser, wasche mich ein wenig und dann gibt es irgendwann einen Kaffee. Und das Coole ist, Spätzle von mir, der ist hier in Lazise und der nimmt mich dann heute mit seinem Auto nach Hause.